Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu God of War Ragnarök. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. Bitte darauf erstmal einen Schluck. So. So, jetzt hatten wir das ja nun mal erledigt. Mit den Raben. Und man muss sagen, mir fehlt definitiv irgendwo eine kleine Frostflamme. Aber wo die hin ist, keine Ahnung. Ja, hier haben wir noch einen Berserker-Grabstein. Das ist auf der Seite. Will ich ja noch nicht hin. Eine legendäre Truhe. Aber da bezweifle ich das, weil man eigentlich schon bis hierhin noch ein Level höher haben müsste. So wie ich das mitbekommen habe durch meine Frau. Von daher ist das ein bisschen komisch. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz nach. So, und dann erstmal ein Danke an die liebsten Kinder der Welt, weil sie immer für mich da sind. Kampf von Alisea. Super. Finde ich klasse. So. Ja, Muspelheim haben wir nur noch Wissen. Ich vermute wirklich, das kann nur noch Midgard sein. Ein vergrabener Schatz. Dürfte es nicht sein, aber da ist noch eine legendäre Truhe. Könnte vielleicht sein. Asgard waren wir nicht, da wollen wir ja noch hin. So, Vanaheim ist nur noch der vergrabene Schatz, ansonsten habe ich da alles leer geplündert. Alfheim ist nur noch Berserker-Grabstein. Die drei, die ich da immer noch nicht platt gemacht habe, was mich immer noch tierisch ärgert. So, Niflheim, da komme ich nicht auf die andere Seite derzeit. Muspelheim bis auf Wissen haben wir alles leer gemacht. Deswegen kann, wenn dann nur noch Midgard sein. Gibt mir halt noch eine Truhe, wo es drin sein könnte. Ich weiß durch Zocko, dass noch ein Berserker noch einen Teil hat. Was dann Stufe 9 wäre für die Axt. Ich bin ja Stufe 7 mit meiner Axt. Das ist es so, ne? Und dann Svartfellheim fehlt mir auch noch eine Truhe. Wüsste jetzt bloß nicht, wo die sein könnte. Diese Truhe. Das ist, ja. Leider nicht zu sehen. Sonst könnte man da so schön hinreisen und sagen, hey, ja, da ist die Truhe. Hallo. Wie geht's dir denn? Ich habe dich vermisst. Du gehörst noch zu meiner Beute. Von daher ist das ein bisschen... Ja, die Rüste habe ich ja durch die Story ja alle verschlossen. Ah. Hier ist noch ein Fragezeichen. Unentdeckt. Da könnte vielleicht noch eine Truhe sein. Hatte ich ja oben auch. Midgard? Hat da auch noch irgendwo Fragezeichen? Den purpurroten Drachen? Ja, ja. Purpurroten Drachen, das war glaube ich dort, wo ich oben in die Ecke gegangen bin. Das hätte ich irgendwo einen Teil verloren, hätte ich das ja hier aus der Kiste rausziehen können. Und man kann aber auch nicht nachgucken, wie viel Teile für die Frostflamme noch fehlen. Das hast du hier glaube ich nirgendwo. Karte. Ressourcen. Ach, vielleicht unter Ressourcen. Waffenverbesserung vielleicht. Sturmfunkel. Frostfunkel. Frostfunkel, da habe ich 4. Ich brauche 6 dafür. Dafür. Also fehlen mir 2 Stück davon. Und das ist doch. So etwas, was mich tierisch ärgert. Gut, ich kann halt auch mit meinen Chaosklingen etc. die ganze Zeit wetzen. Ja, wenn es sein muss und auch mit meiner Axt, habe ich ja keine Probleme. Brauche ich den Gegner eben 2-3 Mal mehr auf den Dütz. Soll mich ja nicht kratzen. Aber ich finde es halt blöd, ne?
Gift aus Funken kriege ich nur mit den Rissen. Aber ja, warte, ich guck gerade. Kann ich nicht gerade so viel sehen. Da ist die Liste am größten. Starthelf. So gut. Starthelf fallen. Nee, da fehlt mir der. Es müsste das hier sein. Ah, dann ist da ein Riss. Ja, mir fehlt noch einer. Gucken wir nach, wo noch einer ist. Aufheben. Da habe ich den Hellriss. Wildnis. Muss man jetzt hier hochgehen in den südliche Wildnis, ne? Nein, taucht nicht auf. Es ist noch irgendwas unentdeckt. Okay. Sind das die beiden? Okay. Mhm. Okay, dann werden wir hier hinreisen. Um uns das eine einzuverleihen, weil ich will meine Axt erhöhen. Geht ja wohl nicht so. Aber mal auf den Tisch hier hauen. Ja, getätschelt. So. Und der immer bei der Senke sein muss, der Typ. So, das müsste also hier sein. Dann reisen wir mal dahin. Und schauen mal, was wir da finden. Zurück nach Vanaheim? Wir müssen immer nach Ressourcen Ausschau halten. Ja, wie die Risse aussehen, weiß ich ja. Klingt gut. Gehen wir ein bisschen nach Norden. Mal schauen. Mit meiner Axt endlich besser wird. Lalalala. Ja, das ist Stufe 7. Stufe 8 müsste sie eigentlich haben. Weil wie gesagt, letzte Sache kriege ich über einen Berserker. Über welchen Berserker? Weißt du das? Die, oh. Die drei, die ich noch nicht platt gemacht habe in Alfheim. Die haben. Oh. Oh. Naja, meine Frau hat mir mal wieder eine Illusion genommen. Das ist doch vielleicht leichter ist wie gedacht. So, einfach Richtung Gott. Oh ja, da ist er. Oder? Ja, natürlich schießen wir ihn. Ja, da kommt nichts mehr. Oh. Ja, doch. Kommt doch noch Gegner zum Spielen? Leiser. Riva. Anscheinend nicht. Fast geschafft. Ja. Ich sammle Riva mal nebenbei auf.
5 von 6. Ich war eigentlich der Meinung, durch die Story haben wir alle dich gemacht. Yay, Frostfunke! Essenz von Hell, okay. Gut, dann auf zum Teleporter nach Svartwolfheim. Und dann... damit wir das wenigstens erhöhen können. Ich muss nach Svartwolfheim. Ja, ins Feuchtgebiet. Muss ich eigentlich den hier nehmen und dann da hoch. Dann reisen wir dorthin, dann reisen wir dorthin. Und hauen den Lukas wohnt. Zurück nach Svartwolfheim. Und jetzt gucke ich mir nochmal Alfheim an. Nichts dagegen. Wie viele Dinger ich mittlerweile werden kann. Das Spiel ist schon cool. Vor allem das mit Odin da. Mega geile Sache gewesen. Sofort so ein Speer in der Hand haben, ne? Ist doch Hammer. Ups. Keine Taste. So, da ist das Grottenbütchen. Dann wollen wir mal in die Feuchtgebiete. Normalerweise macht man das anders, aber egal. Vater. Nee, ich bin besorgt wegen Thor. Warum? In eurem letzten Kampf konntest du ihn nicht schlagen. Was ist, wenn wir ihn wiedersehen? Das mache ich nun. Letztes Mal warst du nicht bei mir. Wow. Danke. Das hat er aber schön gesagt, ne? Muss man echt ihm mal lassen. Athos zeigt Gefühle. Das ist hart. Das ist hart. Aber auch irgendwo schön. Zeigt sich eigentlich so dadurch, dass er nun doch eigentlich nicht nur so dieser grimmige Gott ist. Ne? Da guck mal, ich sehe es. Der nur Götter tötet. Hat aber eigene Probleme bei mir, du. Ich sehe den Riss, ich sehe den Riss. Wie komme ich da hin? Weg gefunden. Da ist noch ein Weltenriss. Ey. Junge, fang an. Los, hallo. Wieso kann ich nicht ausreden? Nicht, dass das der einzige Gegner ist. Fast geschafft. Da drüben steht einer, der mich die ganze Zeit wirft. Das wird wehtun. Wo ist denn der? Wo ist der Kamerad hin? Ich komme mal zu dir. Leiser.
Wir haben gesprochen. Das war's. Sämtliches Chaos durch Garm wurde behoben. Gut, das freut mich. Was sagt man dazu? Ich bin auch froh. Welche Freude er schon wieder ausstrahlt. Erzählen wir es Reisfelgel? Vielleicht. Yay, da ist die Frostflamme. Kann ich endlich die nächste Stufe machen. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Hatte ich mit der Ecke wenigstens schon mal recht. Ist er noch ein Riss? Hallo? Das muss ein Bug sein. Ja, dort ist nämlich auch noch einer. Also das muss ein Bug sein. Da auch. Gut. Dann haben wir das hier. Aber wie ich zu denen darüber komme, weiß ich immer noch nicht. Also ich war einmal da, dann bin ich draufgegangen und dann habe ich es vergessen. Aber nicht schlimm. Müssen wir nur so viel merken. Muss jetzt zum Schmied. Ja. Und danach muss ich nach Alfheim und gucken, ob ich die jetzt irgendwie treffe. Ich denke, seitdem, was im Block passiert ist, ständig über eure Worte nach. Dann versuche ich wirklich nur einmal und danach mache ich die Story dabei. Wir nicht kontrollieren können. Ich weiß, ihr wolltet mich nur trösten. Aber wie können wir glauben, das Schicksal selbst in der Hand zu haben und wenn das Schlimmste passiert, sagen, wir hätten nichts tun können? Manche glauben, das Leben sei leichter, wenn man sein Schicksal akzeptiert. Ich glaube langsam, ich verstehe sie. Die musste aussteigen. wann hast du den Stern gefangen? Du hast gemogelt. Jetzt nichts, mich eilt nichts. Nur die Beschriftung des Teils. Smiley immer. Sogar noch nachgeblieben. Ich weiß, ich hab nur noch nichts Besseres zu tun, ne? Besser sind wir ja hier unten drin. Noch nicht? Oder doch? Oder vielleicht nicht? Oder? Keine Ahnung. Wo ging's doch hier lang? Komme ich noch mal nach oben? Weiß das einer von euch? Wieso gibt's hier keinen verkackten Aufzug mal für mich, ja? Ah. Wurde
nicht so fest zu. Geh jetzt einfach mal hier lang. Nicht, ob es richtig ist. Man aber auch nicht einfach mal so nach oben klettern kann, ne? Hey, ich bin draußen. Hey, da ist der Stein. Hey, ich krieg auf die Fresse. Das waren doch diese zwei, ne? Ich glaube, das waren die zwei Brüder.